Stell dir vor, du wachst so auf und du so, hä, wo bin ich eigentlich? Weil normalerweise, wenn du aufwachst, wachst du doch zu Hause in deinem Bett auf, oder? Und du wachst auf und du, hey, du bist nicht im Bett, wo bin ich? Matten sind unter dir, du so, hä, ich bin im Dojo, hä, warum? Du merkst, ich wach auf, okay, warum penne ich im Dojo, warum bin ich hier am Schlafen? Was ist los? Leute schauen dich an, ich so, hä? Warum schauen die mich so an? Wahrscheinlich, weil ich so am Pennen war, oder? Und dann ich so an meine Stirn, ich so, ey, ich hab auch Blut an der Stirn. Ich so, what the fuck, hey? Und ich so, ich stehe auf und ich gehe ins Badezimmer und ich wasche mir die Stirn. Ich so, hä? Versuche zusammenzusetzen, was passiert ist. Ah, und dann nach einer Weile erinnere ich mich, was passiert ist. Wir haben versucht, genau diesen Real Naked Joke, der in einem vorherigen Video vorkommt, und ich habe den Fehler gemacht, das Stehen zu versuchen. War im Stand, er wirkt, ich will versuchen rauszukommen und ich merke so, ah, es geht nicht, es wird dunkel. Ich merke, wie von außen wie ein Vorhang sich über die Augen legt, wie sich alles von mir entfernt, die Geräusche immer mehr verschwimmen, ich immer mehr die Kontrolle verliere und ich tappe noch, ich bin überzeugt, ich habe getappt und weg. Und was passiert ist, was er hat gedacht, okay, ich bin eingeschlafen, und er hat gedacht, ich mache mich jetzt schwer absichtlich. Er hat noch versucht, mich zu halten. Und als, dann war ihm plötzlich verdächtig und er hat losgelassen. Und ich war ohnmächtig und ich so, wumm, und fall nach vorne und mit der Stirn voll auf die Treppe beim Boxring und habe mir die Stirn aufgeschlagen und bin dann liegen geblieben. Und die umherstehenden, die anderen, denen war das sehr verdächtig, dass der einfach umfällt, bam, mit dem Kopf. Die Treppe war aus Holz und der eine Treppentritt, wo ich raufgeschlagen bin, der ist sogar weggeflogen, also bin ziemlich hart aufgeschlagen. Und ja, also so ungefähr fühlt sich das an. Also meistens, du bist dort, dann merkst du, wie du das Bewusstsein verlierst und du wächst zu einem anderen Zeitpunkt einfach wieder auf und wunderst dich meistens, oder was jetzt los ist. Oder entweder hast du eine gewisse Kontinuität, wenn es nur sehr kurz war. Wo ist der andere? Ah, was muss ich machen? Das siehst du häufig bei Kämpfern, die wachen auf und so. Sie wollen weiterkämpfen. So, was ist los? Was ist los? Was ist los? Okay. Oder du, wenn du ein paar Sekunden länger gewirkt wurdest, in die Ohnmacht rein, dann wächst du halt einfach irgendwo auf, versuchst zusammenzusetzen, was los ist, wo du bist. Und dann sollte, wenn mit deinem Gehirn noch alles in Ordnung ist, dass Hirnschäden sind zu erwarten nach so ab vielleicht 30 Sekunden und bleibende Hirnschäden nach ungefähr 2 Minuten, wo du über die Ohnmacht hinausgewirkt wurdest. Und sonst sollte dann langsam das Erinnerungsvermögen zurückkommen, mit was passiert ist und wie es sich ergeben hat, dass du eingeschlafen bist. So, also, das ist, was passiert.